Meine Eltern haben sich sehr früh geschieden und dann sind wir halt irgendwann in die Weststadt gezogen. Man hat nirgendwo richtig dazugehört. Man war nicht Fleisch, nicht Fisch. Man war zwischen den Stühlen. Ne? Alle haben Heavy Metal gehört. Wir waren die Einzigen, die Rap gehört haben. Und in der Musik haben wir halt irgendwie so eine Art Oase oder Refugium gefunden. Hip-Hop-Kultur mit den einzelnen Komponenten war auch hier sehr stark vertreten. Das kanntest du nicht aus dem Fernsehen, sondern du hast es live erlebt. Ich stand daneben, hab's mit meinen eigenen Augen gesehen. Und da fing's dann an, dass er halt, ja, meinen beiden Rappern einfach die Show gestohlen hat. Da warst du halt nur noch stolz, dass du ihn kennst, aber er war halt selten da. Aber wenn er da war, dann war er doch da. Und jetzt, wo ich zurückkomme, weiß ich, alles klar, alles hatte einen Grund, um den Schritt in eine neue Richtung zu wagen, auch ins Ungewisse zu gehen. Und das war das Beste, was mir hätte passieren können.